Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder mein monatliches Monatsfavoritenvideo für euch und zwar heute für den Monat April. Ich zeige euch heute meine April-Favoriten, die Produkte, die ich eben am meisten im April verwendet habe und die eben zu meinen Favoriten zählen. Dieses Video werde ich wieder in vier verschiedene Kategorien aufteilen und zwar einmal in Beauty und Pflege, in Fashion, in Home und auch in Food. Alle Produkte, die es online zu kaufen gibt, werde ich euch natürlich wie immer auch unten in der Infobox verlinken. Wenn euch solche Favoritenvideos oder auch eben Monatsfavoritenvideos interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ich lade ja regelmäßig diese Videos für euch hoch. Bevor es losgeht, habe ich natürlich wie in jedem Video auch noch eine Frage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, was eure Monatsfavoriten sind. Also schreibt mir die doch gerne mal in die Kommentare. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen an mit der Kategorie Beauty und Pflege. Da habe ich als allererstes Produkt dieses tolle Micellenreinigungswasser All-in-One mit Rosenwasser von Garnier Skin Active. Ich liebe das. Das ist das Rosane hier und das ist auch etwas neuerer. Das ist auch schon fast wieder leer, weil ich das wirklich täglich verwende. Das muss ich mir schnellstens wieder nachkaufen. Das ist jetzt extra für müde und empfindliche Haut geeignet. Das entfernt Make-up, reinigt schonend und bringt die Haut auch noch zum Strahlen. Also das gibt auch einen richtig schönen Glow. Ja, das liebe ich einfach. Das benutze ich jeden Morgen zum Reinigen von meinem Gesicht und dann auch noch abends nach dem Abschminken. Weiter geht es in der Kategorie Pflege und zwar habe ich jetzt hier von Beauty Mates zwei tolle Produkte. Vielleicht kennt ihr die Marke Beauty Mates schon von mir. Das ist ein deutsches Kosmetik-Startup aus Bayern, spezialisiert auf Wirkstoffkosmetik. Das heißt, in den Produkten ist nur drinnen, was die Haut wirklich braucht. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei, frei von Duftstoffen, Parabenen, Mineralölen und aus Silikonen, also ideal für eine sensible Haut. Ich habe auch wieder einen Code für euch bekommen, den blende ich euch hier mal ein. Mit LE30 spart ihr nämlich ganze 30% auf eure Bestellung. Den Online-Shop und auch die Produkte verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Da habe ich zum einen mal diesen Anti-Falten-Booster, der mildert Falten und glättet die Haut. Das ist eine gezielte Faltenpflege bei Mimikfältchen, also zum Beispiel für die Zornesfalte, für die Lachfältchen, aber auch für die Krähenfüße unter den Augen. Das ist auch ein idealer Einstieg in die Anti-Aging-Pflege. Das reduziert Falten und beugt eben neuen Falten vor. Das erholt Gesichtszüge und glättet die Haut und zieht halt super schnell ein, was ich mega finde. Das Serum ist mit einem hochkonzentrierten Peptidkomplex. Das ist ein Top-Anti-Aging-Wirkstoff. Die Booster von Beauty Mate sind dreimal so hoch dosiert wie andere Serien und deswegen sehr ergiebig. So ein Booster reicht für ca. 120 Anwendungen. Der ist für alle Hauttypen geeignet und ich verwende die Serien von Beauty Mates eben in Kombination mit dieser tollen Creme. Das ist die Hyaluron Creme Lift, 24 Stunden Intensivpflege für extra trockene Haut. Die ist mit Hyaluronsäure und mit einem Repair-Komplex und die baut die Widerstandsfähigkeit der Haut wieder auf. Die ist mit Keramiden, Mangoöl und auch Ziza-Extrakt. Die verleiht samtweiche und pralle Haut. Den Booster kann man entweder pur anwenden, das ist dann eine Beauty-Kur, da ist die Intensität dann sehr hoch. Oder wie gesagt, man kann die Booster dann auch mit diesen verschiedenen Cremen von Beauty Mates mischen und kombinieren. Von den Boostern gibt es so viele coole verschiedene, alles ist im Online-Shop erhältlich und kombinierbar als Set oder auch einzeln. Außerdem hat Beauty Mates online auch einen Produktberater und einen Set-Konfigurator für eine individuell zusammengestellte Hautpflege für euch. Dann machen wir weiter mit einem Produkt von Balea. Das ist auch ein neues Produkt. Das habe ich euch schon in meinen DM-Neuheiten April vorgestellt. Und zwar ist es ein Salzöl-Fußpeeling aus der Reihe Feel Well. Das Peeling ist so ergiebig und momentan mache ich ja meine Füße sozusagen frühlingsready. Die brauchen ganz viel Pflege, weil die so trocken sind. Ich vergesse die nämlich immer, ja, einzucremen. Das Peeling fühlt sich so gut an. Zum einen entfernt das nämlich abgestorbene Hautschuppen und zum anderen pflegt das die Füße auch noch geschmeidig weich. So sieht die Verpackung aus. Das ist mit kaltgepresstem Avocadoöl. Dann geht es weiter mit meinem zurzeit allerliebsten Nagellack. Vor allem finde ich die Farbe mega. Und zwar ist das einer von Essence aus dieser Reihe Clean and Strong. Der ist mit 86% natürlichen Inhaltsstoffen. Außerdem macht er die Nägel auch härter und stärker. Ja, und aus dieser Reihe gibt es, glaube ich, 6, 7, 8 verschiedene Farbtöne. Und ich finde den ja mega. Den habe ich zurzeit auch auf meinen Nägeln. So gut wie
immer aktuell. Zudem haben mich auch schon ganz viele in meinem DM-Shopping-Vlog gefragt, welchen Nagellack ich trage. Und zwar ist das der hier gewesen. Ich finde, das ist eine so wunderschöne Farbe. Der hat die Farbnummer 02 und heißt Mooney Fog. Weiter geht es mit einem Produkt von Maybelline in New York. Und zwar habe ich hier eine Foundation. Das ist die Superstay Active Wear. Die gibt es auch ganz neu. Ich finde die wirklich mega. Die hat nämlich eine hohe Deckkraft ohne den typischen Maskeneffekt. Ist für einen ebenmäßigeren Teint und hat ein softes, mattes Finish. Das widersteht auch wirklich Feuchtigkeit und Schweiß, ohne abzufärben oder zu verschmieren. Ich habe nämlich auch meine FFP2-Maske, die ist weiß, getragen. Und das Make-up hat sich nicht abgesetzt. Das war ja so krass. Normalerweise hat sich meine Foundation, aber auch meine BB-Cream immer an so einer Maske ja abgefärbt. So sieht die Foundation aus. Die hat eine langanhaltende, wasserfeste Formel, die die Haut eben aufatmen lässt. Finde ich richtig toll. So, wir machen weiter mit der Kategorie Fashion. Da habe ich nur ein einziges Produkt für euch diesen Monat. Und zwar diesen mega coolen Lederrock. Das ist mein allererster Lederrock. Das ist ein aufgestellter, kurzer Lederrock und ich finde, der fällt einfach so schön. Ich blende euch auch mal einen Try-On-Clip ein, wie der getragen aussieht. Der hat auch hier so einen wunderschönen Gürtel mit dabei. Den habe ich bei H&M online bestellt. Da ist der auch momentan wieder Sale und der ist mega reduziert. Leute, ich sag's euch, das war ein richtiges Schnäppchen. Der war nämlich von 29,99 auf nur noch 10,99 € reduziert und da musste ich zuschnappen. Das ist ein High-Waisted Rock. Das finde ich besonders hübsch, wenn man da eben ein Basic T-Shirt oder Pulli reinsteckt mit einer durchsichtigeren Strumpfhose, vielleicht auch gepunktet, kann ich mir so gut vorstellen. Und das Highlight ist einfach dieser wunderschöne Gürtel in Gold mit Perlen drumherum. Ich finde, der fällt auch mega schön, also der sitzt auch wirklich ziemlich gut. Da habe ich Größe 38 bestellt. Da habe ich mich auch riesig gefreut. Also wenn euch dieser Rock auch gefällt, müsst ihr schnell sein, weil die reduzierten Teile bei H&M sind ja wirklich ziemlich schnell immer ausverkauft. Ich würde sagen, es geht weiter mit der Kategorie Home. Und zwar habe ich hier als allererstes Produkt dieses kabellose Aufladpad. Das ist ein Schnellladegerät. Das habe ich bei Wish bestellt. Da habe ich euch auch ein Wish Haul abgedreht. Den verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall war ich ziemlich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Qualität so gut ist. Und vor allem sieht das auch wirklich sehr hochwertig aus. Ihr habt da ein Kabel mit dabei und dann könnt ihr einfach das Handy drauflegen und es lädt einfach sofort. Das finde ich ist auch sehr praktisch auf dem Schreibtisch oder auch auf dem Nachttisch. Und ihr müsst einfach nur euer Handy drauflegen. Ich hatte sowas vorher noch gar nicht. Habt ihr sowas schon? Also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Mit meinem Dymo Omega Prägegerät geht es weiter. Das liebe ich ja. Ich liebe es einfach alles zu beschriften. Und momentan bin ich dabei, meine ganzen Fotoalben zu erstellen. Ich drucke meine Handyfotos immer aus, weil ich das einfach schöner finde. Da hat man die sozusagen auf der Hand und kann die immer wieder anschauen. Ich finde nämlich am Handy schaut man sich ältere Fotos einfach nicht mehr an, leider, wie ich finde. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, zu jedem Jahr ein Fotoalbum zu machen. Und die Fotoalben habe ich mit diesem Gerät eben beschriftet. Da blende ich euch auch gerne mal ein Foto ein. Ich habe euch da in meiner Instagram-Story mitgenommen. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wirklich. Ja, auf jeden Fall muss ich euch das vorstellen, weil das einfach eins meiner Lieblingsprodukte ist. Das geht auch so easy und so schnell. Ihr müsst einfach hier nur den bestimmten Buchstaben oder Zahl einstellen, drücken und dann schreibt das auch direkt auf das Etikett. Dann könnt ihr das abnehmen, wenn ihr fertig seid und sofort auf euer Produkt kleben. Ich finde halt, das sieht so schön aus. Diese Bänder gibt es eben in Schwarz, dann gibt es die aber noch in Grün, Blau und Rot. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Ich finde den wirklich überhaupt nicht teuer und der ist einfach so praktisch. Mit dem könnt ihr wirklich alles beschriften. Ich habe jetzt auch noch ein Produkt von Action in meinen Favoriten und zwar habe ich hier dieses tolle Vorratsglas. Wie hübsch sieht das bitte aus mit diesem schwarzen Deckel? Was ich auch mega finde, das ist komplett aus Glas. Ich verzichte ja auf Plastikbehälter. Ja, und das gibt es bei Action so günstig, Leute, 44 Cent. Das macht sich doch auch wirklich sehr gut in der Küche oder auch in der Vorratskammer. Darin kann man zum Beispiel Gewürze einfüllen oder eben andere Kleinigkeiten wie solche Streusel zum Backen
oder auch ja, getrocknetes Obst oder generell ein paar Nüsse, auch wenn welche übrig bleiben, verschließe ich die immer gerne in so ein ja, Glasbehälter. So sieht das aus, ist eher ein kleines Glas, also nicht zu groß und auch nicht zu klein. Ja, ich finde die einfach richtig schön. Jetzt kommen wir schon zur Kategorie Food. Da starte ich als allererstes mit einem gesunden Snack. Und zwar liebe ich diese Erdbeer-Chips von Freche Freunde. Das sind gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben und die sind einfach so lecker. Von der Firma gibt es dann auch noch getrocknete Mangostückchen. Die mag ich auch so gerne. Ja, und ich finde, das ist wirklich eine Alternative zu einem ungesunden Snack oder zu Chips eben. Ich esse die auch total gerne beim Fernsehschauen. Ich mag die Marke total gerne und die sind auch ohne Zusatzstoffe. Dann habe ich heute auch noch ein Getränk für euch in meinen Favoriten und zwar ein Energy Drink. Der heißt The Bang. Energy Drink in der Geschmacksrichtung Blue Rays. Da gibt es auch ein paar andere, aber ich mag den auch am liebsten. Das ist der blaue hier, der ist sogar sugar free und den kennen wir aus Amerika. Auf unserem Roadtrip haben wir den nämlich immer getrunken. Oh Gott, der erinnert mich einfach so an unseren Roadtrip. Ich habe euch übrigens auch jeden Tag im Vlog mitgenommen. Die Playlist USA Roadtrip verlinke ich euch auch unten mal. Also ich schaue mir das auch total oft selber oder mit Basti nochmal an, weil es einfach so eine schöne Zeit war. Wir waren insgesamt ganze 3 Wochen unterwegs in Kalifornien, in Utah, in Arizona. Ja, und haben da wirklich sehr viel erlebt. Ja, und das erinnert mich eben immer daran. Der schmeckt auch wirklich lecker. Die Marke gibt es zum Beispiel bei Aldi, Edeka und bei der Metro. Also da habe ich die auf jeden Fall schon gesehen. Dann habe ich auch noch etwas eher Ungesünderes. Und zwar liebe ich trotzdem diese Ballerstix von Haribo, die grünen, die schmecken nach Apfel. Die habe ich auch bei Action gekauft, die gibt es dort auch. Da gibt es auch verschiedene Geschmacksrichtungen, aber ich mag die grünen hier am allerliebsten. Ja, das war es jetzt mit meinen Monatsfavoriten für April. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich unglaublich darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.